Moin, moin, Schwester Gertrud. Ach, ist ja schön, dass keiner mehr da ist. Schön finden Sie das? Ich will ja nur ein neues Rezept. Meine Pillen sind nämlich alle. Ja, dann müssen Sie schon zu Dr. Teschner rüber. Wieso denn? Ich war ja immer bei Dr. Kaspersky in Behandlung. Dr. Kaspersky praktiziert hier nicht mehr. Ach, wieso denn das? Wissen Sie wahrscheinlich nichts von diesem Unfall. Was denn für ein Unfall? Die Freundin von Dr. Kaspersky ist tödlich verunglückt. Was sagen Sie? Irgendwas Schlimmes mit deinem Magen? Nee, geht schon. Der hat mir was verschrieben. Fährst du mich ins Hotel? Ist doch geschlossen. Ja, aber ich muss noch meine Sachen holen. Gleich. Ich will erst aber noch rein zum Doktor. Ist voll? Ich will meinen Attest ausstellen lassen für den Lehrgang. Kai, ich will nicht, dass du mit dem Fallschirm springst. Schon gut. Vielleicht bin ich ja gar nicht tauglich. Das ist ja schrecklich, das mit Dr. Kaspersky. Ist ja wirklich ganz schrecklich. Ja, ist ein schwerer Schicksalsschlag. Das Medikament, haben Sie das gut vertragen? Ja, schon, aber geholfen hat das meiner Gastritis trotzdem nicht. Dann lasse ich von Schwester Jutta einen Termin geben. Ich schaue mir den Magen selber nochmal an. Wie geht's denn eigentlich Ihrem Mann? Den habe ich lange nicht gesehen. Geht's ihm gut? Nein, er hat immer zu Migräne. Hm. Warum kommt er nicht zu mir in die Sprechstunde? Er geht zu Hinöxen. Hm. Ich glaube, mit Kräutern kann man da nicht viel ausrichten. Er lässt sich massieren. Von dieser Frau, mit der Hinöxen zusammenlebt, tut ihm ja so gut. Mir kommt das alles sehr spanisch vor. Chinesisch. Chinesische Heilmassage. Glauben Sie denn an diesen Humbug? Uff, was heißt Humbug? Die zieht den Leuten doch nur das Geld aus der Tasche. Denken Sie denn wirklich, das nützt was? Also so genau weiß ich das nicht. Aber ich denke, schaden tut's auch nicht. Okay. Dankeschön. Ja. Alter. Dich will auch keiner mehr. Abgeschrieben, was? Das kenne ich. Was kann ich dir nachführen? Kannst mir glauben. Dann lass doch mal sehen, wie heißt du denn? Warte mal. Perdido. Das ist ein komischer Name. Ich hab sie hier noch nie gesehen. Sie wohnen nicht in Dickelsen? In Kreseby. Ich bin nur hergezogen, weil ich eine Lehrstelle bekommen habe. Was machen denn Ihre Eltern? Ich habe keine Eltern mehr. Tja, der Blutdruck scheint in Ordnung zu sein. Drehen Sie bitte mal um. Hat sie mal mit den Ohren Schwierigkeiten oder Gleichgewichtsstörungen? Ich bin absolut schwindelfrei. So, mal Luft einatmen, anhalten, ausatmen. Was lernen Sie denn für einen Beruf? Autoschlosser, zweites Lehrjahr. Einatmen, anhalten, ausatmen. Eigentlich wollte ich Pilot werden, aber dafür braucht man Abitur. Und jetzt versuchen Sie es mit der Fallschirmspringerei. Naja. Was heißt denn das? Naja, der eine macht eben das und der andere läuft Marathon. Und ich mache es mir als Dafke. Oder um jemanden zu imponieren. Kriege ich meinen Test oder kriege ich es nicht? Klar, ich lasse es auslaufen. Kommen Sie. Ja, eins wollte ich nur sagen. Sie müssen mit Ihrem Motorroller nicht wie ein Bekloppter hier auf dem Hof rumfahren. Sie imponieren ja auch so. Ne? Die Schwester druckt Ihnen das Attest aus. Danke. Moment. Ist aber ein netter Junge. Hat ja Ramona richtig Glück gehabt. Ja. Hey, was ist mit dir? Komm, wir machen uns was zu essen. Moin, Herr Hallusch. Na, Ramona, was machst denn du noch hier? Ich hab hier doch noch meine Sachen. Bin gleich wieder. Soll ich mit reinkommen? So viel ist es auch wieder nicht. Herr Hallusch, ich wusste ja gar nicht, dass Sie einen Hund haben. Tja. Ganz schön auf den Hund gekommen, was? Schönes Tier. Tja, mein Perdido. Na komm, hau ab, lauf schon vor.
Amüsier dich. Eine Gemeinheit ist das. Ha? Dass das Hotel unter den Hammer kommt. Tja. Mit Ramonas Ausbildung ist es ja dann wohl auch vorbei. Ja, vielleicht übernimmt sie ja der neue Eigentümer. Wer wird denn das? Der am meisten bietet, der wird's. Und wer kann da alles so mitbieten? Jeder, der das nötige Kleingeld hat. Und dann ist das alles verloren für Sie? Ja, dann ist alles weg. Bis auf meine Schulden. Ich kann nur hoffen, dass möglichst viel geboten wird. Je höher der Preis steigt, desto weniger werden meine Schulden. Wann ist denn die Versteigerung? Morgen. Na und, Christian, was Neues auf dem Amt? Hm, immer dasselbe. Seltsam. Als ich noch Bürgermeister war, da war da jeden Tag was Neues. Hm. Stimmt es, dass der Brückenbau wohl doch teurer wird? Ja, leider. Ja, dann würde ich aber auf den Tisch hauen. Albert, bitte, halt dich da raus. Das geht dich nichts an. Ich halte mich da raus. Ich halte mich aus allem raus, wie es mir auf dem alten Teil zukommt. Aber eines würde mich doch interessieren. Hat sich denn Kerstin aus München mal gemeldet? Nein. Ja, und du, hast du angerufen? Nein, sie will nicht mit mir sprechen. Und das nimmst du einfach so hin? Albert, bitte, ja? Ja, ja, ich halte mich raus. Ich wundere mich nur, wie lange das bei manch einem dauert, bis er zur Vernunft kommt. Ich halte mich raus. Habt ihr noch ein Bier im Haus? Nein, es ist das Letzte. Jutta, mein Bier schwemmt auf. Du lach doch auch mal. Ja, dann muss ich wohl zum Stammtisch zu diesem Herrn van Hülsen. Kommst du mit, Christian? Nein. Danke fürs Essen. Entschuldigt. Meine Laune. Musst du verstehen. Du wirst dich auch nicht mit einem an den Tisch setzen, der dir gerade Hörner aufgesetzt hat. Was denn? Van Hülsen? Hm. Mit Kerstin? Hm. Dieser Van Hülsen was? Albert, bitte, ja? Und das erfahre ich erst jetzt! Albert! So, den kaufe ich mir. Den mache ich fertig, du. Oder muss ich mich da auch aufhalten? Albert, bitte! Uli, jetzt beruhige du dich. Und du bist auch so seltsam heute. Was ist denn los mit dir? Nichts. Warum? Bitte nehmen Sie doch Platz, Herr Fletch. Hina, kommst du mal? Jo. Was soll's denn? Der liebe Herr Fletch. Ha. Kannst du uns mal einen Tee machen, hi? Muss das jetzt sein? Ich wollte gerade weg. Du kommst schon noch zu deinem Stammtisch. Ja, was soll's denn sein? Olongo oder Chungmi oder was? Nein, Xingwo. Aber lass mal, ich mach das lieber selber. Du machst den ja eh wieder zu stark. Haben Sie das gehört, Fletch? Als wenn ich von Tees keine Ahnung hätte, ne? Dabei habe ich ihn ein Leben lang mit Kräutern und Tees beschäftigt. Aber nicht mit Xingwo. Oh, Xingwo. Xingwo, Xingwo. So, dann wollen wir mal. Das war's dann. Jetzt ist die Leerstelle weg. Vielleicht wird's hier noch was mit dem Hotel. Ach, wer weiß, wer sich das unter den Nagel reißt. Tut mir leid, der Hanusch. Der war immer so nett zu mir. Halt! Ich meine, soll ich nicht noch mit raufkommen? Bist du sauer auf mich? Ich will nicht, dass du das machst mit dem Fallschirmspringen. Ich bin da noch gar nicht angemeldet. Ach gut, ich überleg's mir. Ramona, kommst du morgen mit zur Versteigerung? Was willst du da? Hanusch aus der Klemme helfen. Und wie willst du das machen? Das wirst du schon sehen. Morgen um 12 vorm Gericht. Ich überleg's mir. So, ja. Zum Wohl. Moin. Moin, moin. Moin, moin. Ein Gedeck und ein Lapp Wasser. Für Sie? Für Perdido. Darf man vorstellen, ja? Herr van Hülsen, Perdido. Reinrassig, ich kann euch seinen Stammbaum im Park zeigen. Nicht nötig. Stell ihm Napp vor die Tür, wo der Hund auch hingehört. Das ist schließlich die Kneipe hier am Kantierheim. Moment mal. Hanusch, weg dich nicht auf, der kann doch nichts dafür, Mensch. Dieser hergelaufene Fatzke macht sich hier wichtig. Dieser hergelaufene Fatzke wird vielleicht schon morgen dein Hotel ersteigern. Der nicht. Da kannst du Gift drauf nehmen.
Sag mal, Jungs, woher hat er überhaupt so viel Geld? Ja. Erst ein Sportwagen, dann eine Segeljacht, dann die Kneipe hier und jetzt auch noch ein Hotel. Ja. Der legt das Geld für seinen Vater an. Der soll stinkreich sein. Und wir verzehren hier ja auch einiges, ne? Ja, das tun wir, du. Ach, Herr Eckholm, der Stammtisch erwartet Sie schon sehnlichst. Ich will nicht zum Stammtisch, ich will zu Ihnen. Macht keinen großen Unterschied. Sie sind in eine fremde Ehe eingebrochen. Sie haben das Glück einer jungen Familie zerstört. Da habe ich das. Ich fordere Sie auf, das Verhältnis mit Frau Kuss unverzüglich zu beenden. Aber Herr Eckholm, Frau Kuss lebt doch gar nicht mehr hier. Abgesehen davon wüsste ich auch gar nicht, was Sie das angeht. Oder sind Sie der Sekundant von Herrn Kuss? Wünscht der Herr Bürgermeister ein Duell? Pistole oder Degen? Ich bin zu allem bereit. Sie sollten sich schämen. Mache ich bei Gelegenheit, Herr Eckholm. Aber jetzt müssen Sie mich bitte entschuldigen, ich habe Bier herauszulassen. So, der Napf steht draußen. Wenn Sie den Hund dann bitte rausbringen würden. Und bleibt hier. Ich bin hier Stammgast seit Ulms Zeiten. Aber nicht der Hund, also bitte. Jetzt will ich Ihnen mal was sagen, junger Mann. Wir haben hier schon gesessen, da haben Sie noch in die Windeln geschissen. Das mag rein rechnerisch richtig sein, aber trotzdem haben Hunde hier keinen Zutritt. Oder wie sieht das die Polizei? Ja, Ermessensfrage, oder? Für mich jedenfalls nicht, also bitte. Für mich auch nicht. Entweder der Hund bleibt hier, oder das war der letzte Stammtisch heute. Gut, das steht Ihnen natürlich frei. Hallo, steht auf, du gehst zum Max Bohm. Und du brauchst dich gar nicht erst hinzusetzen, der Stammtisch ist aufgelöst. Genau das wollte ich auch vorschlagen. Hier ist unseres Bleibens nicht länger. Bei diesem Sittenstrolch. Haben Sie gesagt Sittenstrolch? Jawohl, ein ganz infamer Sittenstrolch. Haben Sie das gehört? Nimm das zurück, Eckholm. Ich denke nicht daran. Dann verlassen Sie auf der Stelle mein Lokal. Und wissen Sie, was Sie meiner Meinung sind? Hanusch, nicht du auch noch. Raus. Das ist für das Wasser von Perdido. Komm. Und ihr? So, ich wollte mich da nicht einmischen. Ihr Opportunisten. Willst du uns jetzt auch noch beleidigen, oder was? Das ist das Schisma. Schisma? Schisma? Schisma ist Kirchenspaltung. Ach so. In diesem Fall Stammtischspaltung. Auch noch Zoff am Stammtisch. Nee, das hat mir gerade noch gefehlt. Schreib an. Wieso? Hast du zu Hause auch welchen? Nein, ja, Moos. Haben Sie ihn? Nicht sprechen, Herr Fletsch. Haben Sie den KG4? Ja. Ja, das ist der Akkupunkt. One, one. Oh. Ganz entspannt, Herr Fletsch. Ja, das geht jetzt nicht. Moment, Moment, ja? Ganz ruhig liegen bleiben. Ist mein Mann bei Ihnen? Das geht zu weit. Hilfe! Schwester Gertrud ist immer noch nicht weg. Die räumt und räumt, das müsste sie ihrer Existenzberechtigung nachweisen. Lass mal nicht mal kurz schauen. Nein, 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 nein. Ich muss ja schließlich auch meine Existenzberechtigung nachweisen. Naja, du hast ja auch noch so andere Qualitäten. Ja, du, ob ich mal zu Eckholm sehe. Ich meine, wer weiß, was der mit diesem Van Hülsen alles anstellt. Ich wollte mal mit dir reden. Ja? Was denn? Das geht nicht so zwischen Tür und Angel. Du druckst schon die ganze Zeit so komisch rum. Was ist denn los? Praxis Dr. Teschner? Ja, Frau Fletsch? Ja? Ja, ich sag's ihm. Herr Fletcher ist kollabiert. Ohnmächtig. Ja. Beeil dich bei Hinachsen. Hinachsen, was los? Ach, nur Zoff.
Erst hat Van Hülsen Hanusch samt Köder aus der Kneipe geschmissen und dann hat Eckhorn Van Hülsen beleidigt. Mensch, ich meine, was bei dir zu Hause los ist. Wieso? Was ist bei mir los? Nur steig ein. Ja. Vielleicht kann ich ja noch mal den Puls nehmen. Sie fassen meinen Mann nicht mehr an. Er war die ganze Zeit bewusstlos. Aber davon kann doch gar nicht die Rede sein. Das ist ein ganz normaler Schwächeanfall. Also, wenn normal. Sie mich fallen, nennen Sie das. Wenn Sie mir jetzt wissen, was ist hier passiert? Also, wenn Sie den Raum mal verlassen würden, bitte, ja? Raus. Herr Fletsch? Sind's genau auf dem Punkt KG4, auch Yuan Yuan genannt. Sagen Sie, sind Sie nun bewusstlos oder nicht? Geht schon wieder. Verstehe. Vielleicht hast du ja diesmal den Tee zu stark gemacht, ne? Ach was, er hat sich bloß erschrocken, ist ja auch kein Wunder. Ach, Herr Fletsch, was ich noch sagen wollte, wir müssten unbedingt ein EKG von Ihnen machen. Das ist natürlich nicht nötig, Herr aber Doktor. Bitte, Herr Fletsch, das müssen Sie schon mir überlassen. Steigen Sie schon mal ein. Ach, Frau Körner, eins noch. Bei hochnervösen, hypersensiblen Leuten wie dem armen Herrn Fletsch ist eine Akupressur nicht ganz ungefährlich. Ja, das ist mir durchaus bekannt. Danke. Moin. Moin. Das ist eine pure Futterneid. Ach, da kennst du den Doktor nicht, der nie. Trotzdem, Hinek, das ist nicht einfach, hier die fernöstliche Heilkunde aufs flache Land zu bringen. Ich möchte schon lieber wieder gern nach Hongkong. Mal ehrlich, mit dir zusammen. Wir könnten unsere Kenntnisse vertiefen. Würdest du mitkommen? Nach Hongkong? Was soll ich in Hongkong? Das EKG scheint in Ordnung zu sein. Habe ich doch gleich gesagt. Ich kann nichts Gravierendes entdecken. Aber mit der Akupressur, da würde ich erst mal aussitzen. Meine Migräne? Da habe ich einen viel besseren Vorschlag. Diese Tabletten hier nehmen Sie morgens, mittags und abends. Und sollten Sie einen Migräneanfall haben, gleich in der Anfangsphase. Es geht schon, danke. Ja, wir sehen uns dann morgen zur Magenspiegelung und das Ganze bitte nüchtern. Danke, Doktor. Das war's. Was für Tabletten haben Sie ihm denn gegeben? Placebos. Placebos sind doch keine richtigen Tabletten. Wie sollen die denn helfen gegen Migräne? Er hat ja auch keine richtige Migräne, also kriegt auch keine richtigen Tabletten. Das ist doch wunderbar, ganz wunderbar. Oh, ich freue mich so für euch. Aber bitte, ich möchte die Patentante werden, das musst du mir versprechen. Jetzt wart's doch erst mal ab. Ja, freust du dich denn nicht? Ja, klar freue ich mich. Meine Freundin Jutta kriegt ein Baby. Das ist doch endlich mal eine schöne Nachricht. Ja, sag mal. Staunst du was? Wo hast du den Schlitten her? Probefahrt. Hm, richtig in Schale geworfen hast du dich auch. Ich glaube, so schick habe ich dich noch nie gesehen. Was hast du vor? Na, wollen Sie auch zur Versteigerung, Fräulein Ramona? Ja. Sie etwa auch? Das können Sie aber annehmen, junger Mann. Ist ja auch die Sensation. Toll. Das rechne ich dir hoch an, Marc, dass du mich begleitest auf diesem schweren Gang. Jetzt sieht auch von selbst. Und immer mitbieten, nicht? Immer mitbieten. Hallosch. Das ist diese Hyäne von der Schleswig-Holsteinischen. Hören Sie. Wo ist denn hier das Saal 11, Versteigerung Hotel Hallosch? Hunde sind im Gericht nicht gestattet. Ich bin der Besitzer. Des Hundes. Auch von dem Hotel. Was, der Besitzer, genauso wie ich. Tag, Bruno. Tag, Barbara. Tja, nun ist es ja wohl soweit. Nun ist es wohl soweit. Aber du hast ja jetzt einen Hund.
Wie heißt der denn? Ja, das ist Perdido. Hallo, Perdido. Sag mal guten Tag. Das Frauchen. Das Frauchen nun nicht gerade. Bitte veranlassen Sie, dass der Hund unverzüglich das Gerichtsgebäude verlässt. Sie sehen doch, dass er vollkommen friedlich ist. Hunde sind im Gericht nicht zugelassen. Moin. 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 Na, nun sind wir ja komplett. Ach, Kinder, euch schickt der Himmel. Ramona, bist du wohl mal so lieb und hast einen Moment auf Perdido auf? Weißt du, er darf hier nicht rein und ich kann im Moment nicht raus. Ich mach das schon, Herr Hanusch. Ach, das lieb von dir. So. Dann kannst du ja nicht mitkommen. Ich hab mich sowieso nicht reingetraut. Der Hund von Herrn Hanusch? Ja. Dachte es mir doch. Hey. Darf ich dir einen Baldauf vorstellen? Herr Baldauf? Guten Tag. Guten Tag. Wir sind uns schon mal begegnet. Nicht, dass ich wüsste. Ich habe einige Male in Ihrem Hotel genächtigt. Ein sehr, sehr schönes Objekt. Nun, da es jetzt zum Verkauf steht. Zur Versteigerung. Moin. Entschuldigung. Der hat mir gerade noch gefehlt. Hast du was gesagt? Bitte die Herrschaften, Platz zu nehmen. Das letzte Angebot steht bei 2.300.000. Wer bietet mehr als Herr Baldauf? Wer bietet mehr als 2.300.000? 2.300.000 zum Ersten? Mark, geht drüber. 2.300.000 zum Zweiten? Und 2.300.000... Ich biete mehr. 2.400.000. Wer bietet mehr als 2.400.000? 2.450.000. 2,5. Herr van Hülsen bietet 2.500.000. Das wird mir zu heiß. Wer bietet mehr? Wer bietet mehr als 2.500.000? 2.600.000. Bietet jemand mehr als 2.600.000? 2.600.000 zum Ersten? 2.600.000 zum Zweiten? Und 2.600.000? 2,7. Ich biete 2.700.000. Oh, ich brauche erstmal frische Luft. Die Versteigerung ist unterbrochen. Also das ist vielleicht spannend. Steht jetzt bei 2,7 Millionen. 2,7? Wenn ich es Ihnen sage. Und wissen Sie, wer die geboten hat? Dieser junge Mann. Ist das Ihr Freund? Was denn, Kai? 2,7 Millionen. Kai hat mitgeboten? Wo so ein People bloß so viel Geld her hat. Das gibt's doch nicht. Können Sie mal eben den Hund von Herrn Hanusch halten, Frau Rogalla? Den Hund? Ich? Da können die Finanzhaie von Dekelsen wohl nicht mehr mithalten, was? Abwarten, Frau Sämann, abwarten. Also sowas ist mir noch nicht untergekommen. Sowas ist mir einfach noch nicht untergekommen. Abwarten, Herr Hildebrand, abwarten. Noch ist nicht aller Tage Abend. Zunächst müssen Sie sich mal ausweisen, junger Mann. Larsen. Kai Larsen. Haben Sie Banksicherheiten? Banksicherheiten? Also, Frau Selmer, bitte, ja. Was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht? Ich wollte den Preis ein bisschen in die Höhe treiben. Sie haben doch gesagt, jeder kann mitbieten. Wenn er eingetragen ist. Und wenn er das nötige Kleingeld hat. Naja, fand ich trotzdem ziemlich geil, wie die alle zusammengezuckt sind. Das ist grober Unfug. Ich kann Sie dafür mit einem Ordnungsgeld belegen. Kai, was hast du denn bloß gemacht?
Wegen Irreführung der Behörden. Außerdem ist das Ganze eine Riesensauerei. Meine Freundin verliert den Job, wenn das Hotel in andere Hände kommt. Dafür ist das Gericht nicht zuständig. Also, Frau Vorsitzende, dann lassen Sie mal Gnade vor Richter gehen und betrachten Sie das Ganze als einen dummen Scherz. Als einen echt geilen Scherz. Die Versteigerung wird fortgesetzt. Warum bist du denn nicht wieder reingekommen? Weil ich auf den Hund aufpassen muss. Du bist ja ganz schön auf den Hund gekommen, Bertha. Wieso denn ich? Das ist doch der Hund von Hanusch. Ja, der auch. Sein Hotel ist er ja nur wohl los, ne? Und wer's bekommen? Doch nicht dieser junge Schnösel. Ach, Bertha, das war doch bloß Bluff. Na, wer hat's denn nun bekommen? Sag jetzt nicht, Van Hülsen, dieser Großkotz. Ein gewisser bald auf. Der mit der Barbara gekommen ist. Aha. Ja, ja, mal ganz ruhig. Herrchen, kommt gleich. Tja, ich weiß ja noch nicht, ob ich gratulieren soll. Ich meine, das Hotel ist ziemlich verlottert. Aber immerhin, bei dem Preis. Wir werden es schon schaffen, Herr Hanusch. Wir? Ja. Ich gedenke, Ihre Gattin als Geschäftsführerin einzusetzen. Ah, ja. Wissen Sie, ich verstehe recht wenig vom Hotelgewerbe. Aber Sie können selbstverständlich im Hotel wohnen bleiben. Oh, sehr freundlich. Besten Dank. Bis dann. Tja. Also dann. Pune. Man sieht sich, hm? Ja, man sieht sich. Ja, siehst du. Mein lieber Marc, so ist das. Das lasst mir vom Tester bescheinigen. Mensch, Benito, was machst du denn für Sachen? Der versteht doch keinen Spaß. Ich kann ihn nicht zerflügen. Ich kann ihn wirklich nicht zerflügen. Hund kannst du festhalten. Eine Bisswunde kann ich nicht feststellen. Nur ein paar Kratzer. Gott sei Dank. Aber dieser Köter hat mich gebissen. Das müssen Sie mir attestieren. Hier, schauen Sie mal die Jacke an. Oh, damit würde ich zum Schneider gehen. Machen Sie sich über mich lustig? Herr Van Hülsen, bitte, ja? Ja, und Herr Tollwutert? Sie müssen mir eine Spritze geben, sicherheitshalber. Alles schön. Wenn Sie unbedingt wollen. Herr Hanusch! Ist er drin? Wer? Van Hülsen! Ja, aber Sie können da nicht rein. Herr Hanusch! Es tut mir leid. Das können Sie sich sparen. Kannst du mir mal sagen, was du hier zu suchen hast? Ich habe ihm gesagt, dass er da nicht rein kann. Ich bin der Hundehalter. Aber hier ist nicht die Polizeiwache. Warten gefälligst draußen. Also bitte. Und du solltest schnell zur Gastro. Ja, ja. Frau Fletsch, wir kommen gleich in die Spitze. Ich weiß, ja, ich weiß. Dann kümmere du dich um Herrn Van Hülsen. Der besteht unbedingt auf einer Impfung. Dann einmal Tollwut. Mindestens. Also erst das Hotel weg und jetzt auch noch das. Ja, was du sagst, Hanusch. Wen's trifft, den trifft's dann richtig, ne? Also, ich kann ein Lied davon singen. Ach, moin, moin. Ja, Doktor. Augenblick bitte, ja? Ich hoffe, dein Hund hatte keine Tollwut. Tollwut? So absurd! Ja, erzähl das mal Herrn Van Hülsen. Doktor? Ja, was ist denn, Hinnerk? Ich muss mal mit dir reden. Ja, später, ja? Später, Hinnerk. Kannst mal sehen, ne? So, Frau Fletsch, Sie bekommen jetzt eine Spritze. Sie können aber nicht hierbleiben. Moin, moin. Ich habe schon mal soweit alles vorbereitet. Danke. Dr. Tischner, was ich Ihnen noch sagen wollte. Diese kleinen weißen Tabletten, die Sie mir gegeben haben, ja? Oder fulminante Wirkung. Nicht mehr der Hauch von Migräne. Das ist doch mal eine schöne Neuigkeit. Herr Fletsch, das freut mich. Aber Sie müssten trotzdem draußen bitte Platz nehmen. Das habe ich eben auch schon gesagt. Ja, aber es handelt sich doch um meine Frau. Ja, trotzdem, Herr Fletsch. Bitte. Also dann trage ich keine Verantwortung mehr. Herr Fletsch, wissen Sie was? Ich übernehme die Verantwortung. Mein Perdido. Es ist ein total friedliches Tier.
Sie haben ihn doch provoziert. Ach, ist jetzt auch noch das Opfer der Täter, oder was? So schlimm ist das ja nun wirklich nicht. Die Jacke, da bezahle ich. Nicht nur die Jacke, Hanusch. Verdienstausfall, Schmerzensgeld, Behandlungskosten. Ihre Töle wird Sie noch einiges kosten. Haben Sie Töle gesagt? Ja, Töle. Wissen Sie, was Sie sind? Wissen Sie, was Sie sind? Ein kriminelles Element sind Sie. Ein kriminelles Element und ein abgefragter Idiot. Hinachsen. Ja, hier. Jetzt machen Sie den Weg frei. Hinachsen, hast du das gehört? Was? Ob du das gehört hast? Ach so, das habe ich gehört, ja. Du bist mein Zeuge, Hinachsen. Abfahrt. Das wird Sie teuer zu stehen kommen. Der wird noch sehen. Vielleicht sollte meine Frau es mal mit chinesischer Akupressur versuchen. Nein! Also gerade bei Magenleiden sind die Ergebnisse ja frappierend. Läuft ja quasi alles über den Magenmeridian, ja? Vom MP4 an der Fußsohle aufwärts. Oh, Sie kennen sich ja da bestens aus, Herr Fletch. Aber wir versuchen es erst mal mit einem anderen Medikament. Und Frau Fletch, strengste Diät. Ja. Wir bleiben in Verbindung. Bimmeln sich nicht. Komm. Wiedersehen. Moment. Habe ich das verdient? Moment. Ist dir kalt? Bist du nach Hause? Ist doch schön hier. Ja. Warum hast du das eigentlich gemacht? Ich dachte, das bringt was für Hanusch. Oder wolltest du wieder mal einen Helden spielen, hm? Kai, du brauchst mir nichts zu beweisen. Ich mag dich auch so. Ja. Das ist jetzt unser Bett. Und das ist jetzt unser Zimmer. Ich habe aber nichts dabei. Was hast du nicht dabei? Ja, du weißt schon. Vielleicht habe ich ja was dabei. Ja, immer noch hier. Nee, ja, ich war essen zwischendurch und ich störe, glaube ich, wa? Ach so. Wir wollten gerade runter zur Brücke. Ah, ja. Ich gehe schon mal voraus. Hm. Tja, geht's um deine Frau Körner? Ja, das ist doch kein Leben, nicht? Manchmal möchte ich den Tag verfluchen, an dem du mich da zu diesem Lehrgang geschleppt hast. Hinachs. Ich weiß, ich hätte Lisbeth gar nicht hierher bringen sollen. Aha. Lisbeth heißt sie. Ja, das auch noch. Ich muss Li zu ihr sagen und sie nennt mich Hi. Ja. Ja, wo ist das Problem? Das Problem? Die will mich mit nach Hongkong schleppen. Ah. Ja, nach Hongkong. Ja, manchmal glaube ich, das ist alles Kokolores, diese ganze Getue mit dem Meridian und Ying und Yang und allem. Ach so, da gibt's jahrtausendlange Erfahrung. Und wer das richtig beherrscht? Ja, mit meinen Kräutern habe ich auch schon so manchen geholfen, ne? Ja, ja, das streitet auch niemand ab. Ja, aber sie tritt all das in Dreck. Sag mal, Hinachsen, noch eine Frage. Liebst du deine Li? Lisbeth? Einerseits, ja, liebe ich sie und andererseits, also, liebe ich sie nicht, wenn sie so chinesisch macht und so. Naja, kann man schwer was zu sagen, nicht wahr? Also ich würde denken, abwarten, Ruhe bewahren, abwarten und Tee trinken. Aber nur Kräutertee, keinen chinesischen. Und nach Hongkong kriegt die mich nicht. Alles klar, Herr Nack. Habe ich dir wehgetan? Ich wollte dir nicht wehtun. Ist doch nur beim ersten Mal. Aber du musst mir was versprechen. Alles. Dass du nie eine andere hast. Du aber auch nicht. Ich meine,
Du darfst auch nie einen anderen haben. Jutta, entschuldige, es hat bei Hinaxen ein bisschen länger gedauert. Tja, Wartmut. Und jetzt sag mir endlich das, was du mir sagen wolltest. Ich weiß sowieso, was es ist. Ja, was? Also ich gebe zu, zwei Praxen auf die Dauer, das ist zu viel. Und wenn Kaspersky nicht wiederkommt, dann ich suche einen neuen Arzt, ich verspreche es dir. Willi. Und dann wollte ich dir noch was sagen. Ich gebe zu, wir haben ein bisschen wenig Zeit für uns. Wir müssen auch mal wieder Urlaub machen, oder? Ja. Jutta. Du hast mich doch lieb, ne? Ja. Ich lieb dich auch. Ich meine, bei so viel Liebe wollen wir nicht ein Kind kriegen? Ja, das kriegen wir. Bitte? Ich bin schwanger. Ich wollte das, noch mal. Das doch schon die ganze Zeit sagen. Wir kriegen ein Baby. Ich muss dir was sagen. Was Gutes oder was Schlechtes? Sag schon. Meine Eltern verreisen nächste Woche. Dann kannst du zu mir kommen, ja? Kai! Und du bist dir ganz sicher? Mhm. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Hast du gedacht, ich freue mich nicht darüber? Kai! Hey, mach keinen Mist, komm. Sag mal, ist der verrückt? Komm da runter. Kai, komm da runter, bitte! Kai! Komm da runter! Kai, komm da runter! Bitte! Kai! Ah. Kai! Kai, wo bist du? Wie geht's ihm? Aber er lebt doch, oder? Ja, er lebt. Kann ich zu ihm? Im Moment nicht, ja. Er liegt auf der Intensivstation. Auf der Intensivstation? Ja. Die Ärzte, sie tun alles, was in ihren Kräften steht. Er hat eine schwere Wirbelsäulenverletzung im unteren Lendenbereich. Nein. Wahrscheinlich ist er bei seinem Sprung auf einen alten Pfeiler geknallt. Ja, aber er wird doch durchkommen. Ja, ja. Durchkommen wird er. Ganz bestimmt. Aber ob er je wieder laufen kann? Das ist ja furchtbar. Drück es mal hier gegen. Ah! Jetzt hier? Ah! Oh! Tut das weh? Ah ja, Mensch! Das ist ein Tennisarm. Tennisarm? Jutta, kommst du mal? Herr Heitzmann kriegt die bestimmte Salbe, du weißt schon. Ja, ich weiß schon Bescheid. Und 6-mal Reitstrom, hm? Komisch. Ich spiel doch gar kein Tennis. Wovon kann das denn nun wieder sein? Hm. Vielleicht davon? Naja, na. Also so viel trinke ich nun auch wieder nicht. Ne? Aber wahrscheinlich ist es der Stress. Stress. Unser Dorfscheriff hat Stress. Ja, ich krieg doch nur noch Anzeigen. Eckholm beleidigt Van Hülsen als Sittenstrolch. Hanusch hetzt den Hund auf Van Hülsen. Und Van Hülsen beleidigt Hanusch als kriminelles Element und abgewrackten Idioten. Was sagen Sie denn dazu, Doktor? Ach, wissen Sie, ich bin Arzt, ich habe jetzt eigentlich Sprechstunde. Vielleicht sollten Sie das besser am Stammtisch klären. Hm? Ja, aber an welchen? Wir haben doch jetzt zwei Stammtische. Ja, einen bei Van Hülsen und einen bei Marc Bohm. Ah ja, Sie haben es nicht leicht. Ah! Oh. Tschö. Kannst du mich hören, Kai?
ich bin. Hey, ich bin da. Hörst du? Es wird alles wieder gut. Du schaffst das. Du wirst wieder gesund. Das weiß ich. Hallo. Oh, recht so, Marc. Es ist für dich nur eine Freude. Es ist auch eine große Ehre für mich. Und gegen meinen Hund hast du auch nichts? Was soll ich denn gegen deinen Hund haben? So ist es nicht. So spricht ein wahrer Wirt mit seinen Stammgästen. Sie hat mich angerufen, darüber zu sprechen. Ja, ich eigentlich weniger, mehr die Polizei. Polizei? Moin, Herr Franzose. Moin. Wenn Sie für einen Augenblick mal an unseren Tisch kommen würden. Ruhig, Perdido. Der Onkel tut dir doch nichts. Herr von Lösen, die Sache ist die. Sie sind ja nun noch nicht so lange hier bei uns in Dekelsen. Da werde ich Ihnen das mal erklären. Bei uns in Dekelsen werden solche Dinge und auch andere unter uns geklärt. Gütlich. Außergerichtlich. Friedlich. Ja, also, ich ziehe die ehrverletzende Beleidigung gegen Herrn von Hülsen zurück. Und zwar mit dem Ausdruck des tiefsten Bedauerns. Ich erkläre feierlich, Herr von Hülsen ist kein... ist kein Sittenstrolch. Tja, wenn Sie jetzt vielleicht auch, Herr von Hülsen... Na gut, Herr Hanusch ist kein kriminelles Element... Doch kein abgefragter Idiot. Ich ziehe das zurück, gleichfalls mit dem Ausdruck tiefsten Bedauerns. Jetzt musst du nur der tiefsten Bedauern deinen Hund zurückziehen, Hanusch. Blödsinn. Herr von Hülsen, die Klage. Also, ich war beim Tierarzt. Der Hund hat keine Tollwut. Geschenkt. Aber die Jacke bezahlen Sie mir. Geschenkt. Ja, allerdings eine Bedingung hätte ich noch bei dem Vergleich. Der Stammtisch findet auch sofort wieder bei mir statt. Das lässt sich doch regeln. Einmal hier und einmal da oder umgekehrt. Das ist echt die chinesische Weisheit. Einverstanden. Bei mir aber lieber ohne Hund. Möchtest du eigentlich lieber einen Jungen oder ein Mädchen? Also bei uns in der Familie gab es immer nur Mädchen. Meine Schwester hat ja auch eine Tochter. Ich habe da sowieso keinen Einfluss drauf. Entschuldige mich mal einen Moment. Wie lange wird kein Krankenhaus bleiben müssen? Ziemlich lange vermutlich. Wenn er rauskommt, werde ich mich um ihn kümmern. Ramona, stellen Sie sich das nicht so leicht vor. Brauchen Sie denn nicht jemanden als Krankenschwester? Ich denke, Sie haben eine Lehrstelle im Hotel. Da will ich nicht wieder hin. Können Sie mich da nicht irgendwo unterbringen? Als Azubi? Damit ich alles lernen kann. Mal sehen, Ramona. Mal sehen, was sich machen lässt. Als 2.400.000. 2.450.000. 2,5. Herr van Hülsen bietet 2.500.000. Das wird mir zu heiß. Wer bietet mehr? Wer bietet mehr als 2.500.000? 2.600.000.
Bietet jemand mehr als 2.600.000? 2.600.000 zum Ersten? 2.600.000 zum Zweiten? Und 2.600.000? 2,7. Ich biete 2.700.000. Oh, ich brauche erstmal frische Luft. Die Versteigerung ist unterbrochen. Also das ist vielleicht spannend. Steht jetzt bei 2,7 Millionen. 2,7? Wenn ich es Ihnen sage. Und wissen Sie, wer die geboten hat? Dieser junge Mann. Ist das Ihr Freund? Was denn, Kai? 2,7 Millionen. Kai hat mitgeboten? Wo so ein People bloß so viel Geld her hat. Das gibt's doch nicht. Können Sie mal eben den Hund von Herrn Hannusch halten, Frau Rogalla? Den Hund? Ich? Da können die Finanzhaie von Dekelsen wohl nicht mehr mithalten, was? Abwarten, Frau Sämann, abwarten. Also sowas ist mir noch nicht untergekommen. Sowas ist mir einfach noch nicht untergekommen. Abwarten, Herr Hildebrand, abwarten. Noch ist nicht aller Tage Abend. Zunächst müssen Sie sich mal ausweisen, junger Mann. Larsen. Kai Larsen. Haben Sie Banksicherheiten? Banksicherheiten? Also, Frau Sämann, bitte, ja? Was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht? Ich wollte den Preis ein bisschen in die Höhe treiben. Sie haben doch gesagt, jeder kann mitbieten. Wenn er eingetragen ist. Und wenn er das nötige Kleingeld hat. Naja, fand ich trotzdem ziemlich geil, wie die alle zusammengezuckt sind. Das ist grober Unfug. Ich kann Sie dafür mit einem Ordnungsgeld belegen. Kai, was hast du denn bloß gemacht? Wegen Irreführung der Behörden. Außerdem ist das Ganze eine Riesensauerei. Meine Freundin verliert den Job, wenn das Hotel in andere Hände kommt. Dafür ist das Gericht nicht zuständig. Also, Frau Vorsitzende, dann lassen Sie mal Gnade vor Richter gehen und betrachten Sie das Ganze als einen dummen Scherz. Als einen echt geilen Scherz. Die Versteigerung wird fortgesetzt. Warum bist du denn nicht wieder reingekommen? Weil ich auf den Hund aufpassen muss. Du bist ja ganz schön auf den Hund gekommen, Bertha. Du denn ich? So der Hund von Hanusch. Ja, der auch. Sein Hotel ist er ja nur wohl los, ne? Und wer hat's bekommen? Doch nicht dieser junge Schnösel. Ach, Bertha, das war doch bloß Bluff. Na, wer hat's denn nun bekommen? Sag jetzt nicht Van Hülsen, dieser Großkotz. Ein gewisser bald auf. Der mit der Barbara gekommen ist. Aha. Ja, mal ganz gut. Herrchen, komm gleich. Tja, ich weiß ja noch nicht, ob ich gratulieren soll. Ich meine, das Hotel ist ziemlich verlottert. Aber immerhin, bei dem Preis. Wir werden es schon schaffen, Herr Hanusch. Wir? Ja. Ich gedenke, Ihre Gattin als Geschäftsführerin einzusetzen. Ah, ja. Wissen Sie, ich verstehe recht wenig vom Hotelgewerbe. Aber Sie können selbstverständlich im Hotel wohnen bleiben. Oh, sehr freundlich. Besten Dank. Bis dann. Tja. Also dann. Pune. Man sieht sich, hm? Ja, man sieht sich. Ja, siehst du. Mein lieber Marc. So ist das. Hey, hey, hey! Hey, was soll das? Aua! 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 Mensch, Benito, was machst du denn für Sachen? Der versteht doch keinen Spaß. Ich kann ihn nicht zerflühen. Ich kann ihn wirklich nicht zerflühen. Hund kannst du festhalten. Eine Bisswunde kann ich nicht feststellen. Nur ein paar Kratzer. Gott sei Dank. Aber dieser Köter hat mich gebissen. Das müssen Sie mir attestieren. Hier, schauen Sie mal die Jacke an. Oh, damit würde ich zum Schneider gehen.
Machen Sie sich über mich lustig? Ja, Van Hülsen, bitte, ja? Ja, und wenn er Tollwut hat? Sie müssen mir eine Spritze geben, sicherheitshalber. Alles schön. Wenn Sie unbedingt wollen. Herr Hanusch! Ist er drin? Wer? Van Hülsen! Ja, aber Sie können da nicht rein. Herr Hanusch! Es tut mir leid. Das können Sie sich sparen. Kannst du mir mal sagen, was du hier zu suchen hast? Ich habe ihm gesagt, dass er da nicht rein kann. Ich bin der Hundehalter. Aber hier ist nicht die Polizeiwache. Warte gefälligst draußen. Also bitte. Und du solltest schnell zur Gastro. Ja, ja. Frau Fletsch, wir kommen gleich in die Spritze. Ich weiß, ja, ich weiß, ich weiß. Dann kümmer du dich um Herrn Van Hülsen. Der besteht unbedingt auf einer Impfung. Dann einmal Tollwut. Mindestens. Also erst das Hotel weg und jetzt auch noch das. Ja, was du sagst, Hanusch. Wen's trifft, den trifft's dann richtig. Ne? Also, ich kann ein Lied davon singen. Ach, moin, moin. Ja, doch, ja. Augenblick bitte, ja? Ich hoffe, dein Hund hatte keine Tollwut. Tollwut? So absurd! Ja, erzähl das mal Herrn Van Hülsen. Doktor? Ja, was ist denn, Hinnerk? Ich muss mal mit dir reden. Ja, später, ja? Später, Hinnerk. Kannst mal sehen, ne? So, Frau Fletsch, Sie bekommen jetzt eine Spritze. Sie können aber nicht hierbleiben. Moin, moin. Ich habe schon mal soweit alles vorbereitet. Danke. Dr. Tischner, was ich Ihnen noch sagen wollte. Diese kleinen weißen Tabletten, die Sie mir gegeben haben, ja? Eine fulminante Wirkung. Nicht mehr der Hauch von Migräne. Das ist doch mal eine schöne Neuigkeit. Herr Fletsch, das freut mich. Aber Sie müssten trotzdem draußen bitte Platz nehmen. Das habe ich eben auch schon gesagt. Ja, aber es handelt sich doch um meine Frau. Ja, trotzdem, Herr Fletsch. Bitte. Also dann trage ich keine Verantwortung mehr. Herr Fletsch, wissen Sie was? Ich übernehme die Verantwortung. Mein Perdido, ist ein total friedliches Tier. Sie haben ihn doch provoziert. Ach, ist jetzt auch noch das Opfer der Täter, oder was? Moin, moin, Schwester Gertrud. Ach, ist ja schön, dass keiner mehr da ist. Schön finden Sie das? Ich will ja nur ein neues Rezept. Meine Pillen sind nämlich alle. Ja, dann müssen Sie schon zu Dr. Teschner rüber. Wieso denn? Ich war ja immer bei Dr. Kaspersky in Behandlung. Dr. Kaspersky praktiziert hier nicht mehr. Ach, wieso denn das? Wissen Sie wahrscheinlich nichts von diesem Unfall. Was denn für ein Unfall? Die Freundin von Dr. Kaspersky ist tödlich verunglückt. Was sagen Sie? Irgendwas Schlimmes mit deinem Magen? Nee, geht schon. Der hat mir was verschrieben. Fährst du mich ins Hotel? Ist doch geschlossen. Ja, aber ich muss noch meine Sachen holen. Gleich. Ich will erst aber noch rein zum Doktor. Ist voll? Ich will meinen Attest ausstellen lassen für den Lehrgang. Kai, ich will nicht, dass du mit dem Fallschirm springst. Schon gut. Vielleicht bin ich ja gar nicht tauglich. Das ist ja schrecklich, das mit Dr. Kaspersky. Ist ja wirklich ganz schrecklich. Ja. Ist ein schwerer Schicksalsschlag. Das Medikament, haben Sie das gut vertragen? Ja, schon, aber geholfen hat das meiner Gastritis trotzdem nicht. Dann lasse ich von Schwester Jutta einen Termin geben. Ich schaue mir den Magen selber nochmal an. Wie geht's denn eigentlich Ihrem Mann? Den habe ich lange nicht gesehen. Geht's ihm gut? Nein. Er hat immer zu Migräne. Hm. Warum kommt er nicht zu mir in die Sprechstunde? Er geht zu Hinnerksen. Hm. Ich glaube, mit Kräutern kann man da nicht viel ausrichten. Er lässt sich massieren. Von dieser Frau, mit der Hinnerksen zusammenlebt, tut die mir so gut. Mir kommt das alles sehr spanisch vor. Chinesisch. Chinesische Heilmassage. Glauben Sie denn an diesen Humbug?
Uff, was heißt Humbug? Die zieht den Leuten doch nur das Geld aus der Tasche. Denken Sie denn wirklich, das nützt was? Also so genau weiß ich das nicht. Aber ich denke, schaden tut's auch nicht. Mhm. Dankeschön. Ich höre auch keiner mehr. Abgeschrieben, was? Das kenne ich. Was kann ich dir nachführen? Kannst du mir glauben? Dann lass doch mal sehen, wie heißt du denn? Warte mal. Perdido. Das ist ein komischer Name. Ich hab sie hier noch nie gesehen. Sie wohnen nicht in Dickelsen? In Kreseby. Ich bin nur hergezogen, weil ich eine Lehrstelle bekommen habe. Was machen denn Ihre Eltern? Ich habe keine Eltern mehr. Tja, der Blutdruck scheint in Ordnung zu sein. Drehen Sie bitte mal um. Hatten Sie mal mit den Ohren Schwierigkeiten oder Gleichgewichtsstörungen? Ich bin absolut schwindelfrei. Mhm. So, mal Luft einatmen. Anhalten. Ausatmen. Was lernen Sie denn für einen Beruf? Autoschlosser. Zweites Lehrjahr. Einatmen. Anhalten. Ausatmen. Eigentlich wollte ich Pilot werden, aber dafür braucht man Abitur. Und jetzt versuchen Sie es mit der Fallschirmspringerei. Naja. Was heißt denn das? Naja. Naja, der eine macht eben das und der andere läuft Marathon. Und ich mache es mir als Dafke. Oder um jemanden zu imponieren. Kriege ich mal einen Test oder kriege ich es nicht? Klar, ich lasse es auslaufen. Kommen Sie. Ja, eins wollte ich nur sagen. Sie müssen mit Ihrem Motorroller nicht wie ein Bekloppter hier auf dem Hof rumfahren. Sie imponieren ja auch so. Die Schwester druckt Ihnen das Attest aus. Danke. Moment. Ist aber ein netter Junge. Hat ja Ramona richtig Glück gehabt. Hey, was ist mit dir? Komm, wir machen uns was zu essen. Moin, Herr Hanusch. Ach, Ramona, was machst denn du noch hier? Ich hab hier doch noch meine Sachen. Bin gleich wieder. Soll ich mit reinkommen? So viel ist es auch wieder nicht. Herr Hanusch, ich wusste ja gar nicht, dass Sie einen Hund haben. Tja, ganz schön auf den Hund gekommen, was? Schönes Tier. Tja, mein Perdido. Na komm, hau ab, lauf schon vor. Amüsier dich. Eine Gemeinheit ist das. Dass das Hotel unter den Hammer kommt. Tja. Mit Ramonas Ausbildung ist es ja dann wohl auch vorbei. Ja, vielleicht übernimmt sie ja der neue Eigentümer. Wer wird denn das? Der am meisten bietet, der wird's. Und wer kann da alles so mitbieten? Jeder, der das nötige Kleingeld hat. Und dann ist das alles verloren für Sie? Ja, dann ist alles weg. Bis auf meine Schulden. Ich kann nur hoffen, dass möglichst viel geboten wird. Je höher der Preis steigt, desto weniger werden meine Schulden. Wann ist denn die Versteigerung? Morgen. Na und, Christian, was Neues auf dem Amt? Hm, immer dasselbe. Seltsam. Als ich noch Bürgermeister war, da war da jeden Tag was Neues. Mhm. Stimmt es, dass der Brückenbau wohl doch teurer wird? Ja, leider. Ja, dann würde ich aber auf den Tisch hauen. Albert, bitte, halt dich da raus. Das geht dich nichts an. Ich halte mich da raus. Ich halte mich aus allem raus, wie es mir auf dem alten Teil zukommt. Aber eines würde mich doch interessieren. Hat sich denn Kerstin aus München mal gemeldet? Nein. Ja, und du, hast du angerufen? Nein, sie will nicht mit mir sprechen. Und das nimmst du einfach so hin? Albert, bitte, ja? Ja, ja, ich halte mich raus. Ich wundere mich nur, wie lange das bei manch einem dauert, bis er zur Vernunft kommt. Aber ich halte mich raus, ich halte mich raus. Habt ihr noch ein Bier im Haus? Nein, es ist das Letzte. Jutta, mein Bier schwemmt auf. Du lach doch auch mal. Ja, dann muss ich wohl zum Stammtisch zu diesem Herrn van Hülsen. Kommst du mit, Christian? Nein. Danke fürs Essen. Entschuldigt. Meine Laune. Musst du verstehen. Du wirst dich auch nicht mit einem an den Tisch setzen, der dir gerade Herne aufgesetzt hat. Was denn? Van Hülsen? Hm. Mit Kerstin? Hm. Dieser Van Hülsen, was? Albert, bitte, ja? Und das erfahre ich erst jetzt! Albert!
So, den kaufe ich mir. Den mache ich fertig, du. Oder muss ich mich da auch aufhalten? Mann, bitte! Uli, jetzt beruhige du dich. Und du bist auch so seltsam heute. Was ist denn los mit dir? Nichts. Warum? Bitte nehmen Sie doch Platz, Herr Fletch. Hina, kommst du mal? Jo. Was soll's denn? Der liebe Herr Fletch. Ha. Kannst du uns mal einen Tee machen, hi? Muss das jetzt sein, ich wollte gerade weg. Du kommst schon noch zu deinem Stammtisch. Ja, was soll's denn sein? Olongo oder Chungmi oder was? Nein, Xingwo. Aber lass mal, ich mach das lieber selber. Du machst den ja eh wieder zu stark. Haben Sie das gehört, Fletch? Als wenn ich von Tees keine Ahnung hätte, ne? Dabei habe ich ihn ein Leben lang mit Kräutern und Tees beschäftigt. Aber nicht mit Xingwo. Oh, Xingwo. Xingwo. So, dann wollen wir mal. Das war's dann. Jetzt ist die Leerstelle weg. Vielleicht wird's hier noch was mit dem Hotel. Ach, wer weiß, wer sich das unter den Nagel reißt. Tut mir leid, der Hanusch. Der war immer so nett zu mir. Halt! Ich meine, soll ich nicht noch mit raufkommen? Bist du sauer auf mich? Ich will nicht, dass du das machst mit dem Fallschirmspringen. Ich bin da noch gar nicht angemeldet. Ach gut, ich überleg's mir. Ciao. Ramona, kommst du morgen mit? Zur Versteigerung? Was willst du da? Hanusch aus der Klemme helfen. Und wie willst du das machen? Das wirst du schon sehen. Morgen um 12 vorm Gericht. Ich überleg's mir. So, zum Wohl. Moin. Moin, moin. Moin, moin. Ein Gedeck und ein Lauf Wasser. Für Sie? Für Perdido. Darf man vorstellen, ja? Herr van Hülsen, Perdido. 33, ich kann euch seinen Stammbaum im Park zeigen. Nicht nötig. Stell ihm Napf vor die Tür, wo der Hund auch hingehört. Das ist schließlich die Kneipe hier am Kantierheim. Moment mal. Hanusch, weg dich nicht auf, der kann doch nichts dafür, Mensch. Dieser hergelaufene Fatzke macht sich hier wichtig. Dieser hergelaufene Fatzke wird vielleicht schon morgen dein Hotel ersteigern. Der nicht. Da kannst du Gift drauf nehmen. Sag mal, Jungs, woher hat er überhaupt so viel Geld? Ja. Erst ein Sportwagen? Dann eine Segeljacht, dann die Kneipe hier und jetzt auch noch ein Hotel. Ja. Der legt das Geld für seinen Vater an. Der soll stinkreich sein. Und wir verzehren hier ja auch einiges, ne? Ja, das tun wir, du. Ach, Herr Eckholm, der Stammtisch erwartet Sie schon sehnlichst. Ich will nicht zum Stammtisch, ich will zu Ihnen. Macht keinen großen Unterschied. Sie sind in eine fremde Ehe eingebrochen. Sie haben das Glück einer jungen Familie zerstört. Da habe ich das. Ich fordere Sie auf, das Verhältnis mit Frau Kuss unverzüglich zu beenden. Aber Herr Eckholm, Frau Kuss lebt doch gar nicht mehr hier. Abgesehen davon wüsste ich auch gar nicht, was Sie das angeht. Oder sind Sie der Sekundant von Herrn Kuss? Wünscht der Herr Bürgermeister ein Duell? Pistole oder Degen? Ich bin zu allem bereit. Sie sollten sich schämen. Mache ich bei Gelegenheit, Herr Eckholm. Aber jetzt müssen Sie mich bitte entschuldigen, ich habe Bier herauszulassen. So, der Napf steht draußen, wenn Sie den Hund dann bitte rausbringen würden. Und bleibt hier. Bin hier Stammgast seit Ulms Zeiten. Aber nicht der Hund, also bitte. Jetzt will ich immer was sagen, junger Mann. Wir haben hier schon gesessen, da haben Sie noch in die Windeln geschissen. Das mag rein rechnerisch richtig sein, aber trotzdem haben Hunde hier keinen Zutritt. Oder wie sieht das die Polizei? Ja, Ermessensfrage, oder? Für mich jedenfalls nicht, also bitte. Für mich auch nicht. Entweder der Hund bleibt hier, oder das war der letzte Stammtisch heute. Gut, das steht Ihnen natürlich frei. Hallo, steht auf. Du gehst zum Markt Wurm. Und du brauchst dich gar nicht erst hinzusetzen. Der Stammtisch ist aufgelöst. Genau das wollte ich auch vorschlagen. Hier ist unseres Bleibens nicht länger. Bei diesem Sittenstrolch. Haben Sie gesagt Sittenstrolch? Jawohl. Ein ganz infamer Sittenstrolch. Haben Sie das gehört? Nimm das zurück, Eckholm. Ich denke nicht daran. Dann verlassen Sie auf der Stelle mein Lokal. Und wissen Sie, was Sie meiner Meinung sind? Hanusch, nicht du auch noch. Raus. Das ist für das Wasser von Perdido. Komm. Und ihr? So, ich wollte mich da nicht einmischen. Ihr Opportunisten. Willst du uns jetzt auch noch beleidigen, oder was? Das ist das Schisma. Schisma?
Schiss mal. Schiss mal ist Kirchenspaltung. Ach so. In diesem Fall Stammtischspaltung. Auch noch Zoff am Stammtisch. Nee, das hat mir gerade noch gefehlt. Schreib an. Wieso? Hast du zu Hause auch welchen? Kleine Amors. Oh. Haben Sie ihn? Nicht sprechen, Herr Fletsch. Haben Sie den KG4? Ja. Ja, das ist der Akupunkt. Yuan Yuan. Oh. Ganz entspannt, Herr Fletsch. Ja, das geht jetzt nicht. Moment, Leute, ja? Ganz ruhig liegen bleiben. Ja, haben Sie denn das Schild nicht? Ist mein Mann bei Ihnen? Das geht zu weit. Nicht weg, die räumt und räumt, das müsste sie ihrer Existenzberechtigung nachweisen. Lass mal nicht mehr schauen. Nein, 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 nein. Ich muss ja schließlich auch meine Existenzberechtigung nachweisen. Naja, du hast ja auch noch so andere Qualitäten. Ja, du, ob ich mal zu Eckholm sehe, ich meine, wer weiß, was der mit diesem Van Hülsen alles anstellt. Ich wollte mal mit dir reden. Ja? Was denn? Das geht nicht so zwischen Tür und Angel. Du druckst schon die ganze Zeit so komisch rum. Was ist denn los? Praxis Dr. Teschner? Ja, Frau Fletsch? Ja? Ja, ich sag's ihm. Herr Fletcher ist kollabiert. Ohnmächtig. So schlimm ist das ja nun wirklich nicht. Die Jacke da bezahle ich. Nicht nur die Jacke, Harnisch. Verdienstausfall, Schmerzensgeld, Behandlungskosten. Ihre Töle wird Sie noch einiges kosten. Haben Sie Töle gesagt? Ja, Töle. Wissen Sie, was Sie sind? Wissen Sie, was Sie sind? Ein kriminelles Element sind Sie. Ein kriminelles Element und ein abgefragter Idiot. Hinachsen. Ja, hier. Jetzt machen Sie den Weg frei. Hinachsen, hast du das gehört? Was? Ob du das gehört hast? Ach so, das habe ich gehört, ja. Du bist mein Zeuge, Hinachsen. Abfahrt. Das wird Sie teuer zu stehen kommen. Wer wird noch sehen? Vielleicht sollte meine Frau es mal mit chinesischer Akupressur versuchen. Nein! Also gerade bei Magenleiden sind die Ergebnisse ja frappierend. Läuft ja quasi alles über den Magenmeridian, ja? Vom MP4 an der Fußsohle aufwärts. Oh, Sie kennen sich ja da bestens aus, Herr Fletsch. Aber wir versuchen es erstmal mit einem anderen Medikament. Und, Frau Fletsch, strengste Diät. Ja. Wir bleiben in Verbindung. Bimmeln sich nicht. Komm. Wiedersehen. Moment. Moment, habe ich das verdient. Moment. Ist dir kalt? Bist du nach Hause? Ist doch schön hier. Ja. Warum hast du das eigentlich gemacht? Ich dachte, das bringt was für Hanusch. Oder wolltest du wieder mal einen Helden spielen, hm? Kai, du brauchst mir nichts zu beweisen. Ich mag dich auch so. Ja. Das ist jetzt unser Bett. Und das ist jetzt unser Zimmer. Ich habe aber nichts dabei. Was hast du nicht dabei? Na, du weißt schon. Vielleicht habe ich ja was dabei. Ist ja
immer noch hier? Nee, ja, ich war essen zwischendurch und ich störe, glaube ich, wa? Ach so. Wir wollten gerade runter zur Brücke. Ah, ja. Ich gehe schon mal voraus. Tja, geht's um deine Frau Körner? Ja, das ist doch kein Leben, nicht? Manchmal möchte ich den Tag verfluchen, an dem du mich da zu diesem Lehrgang geschleppt hast. Hinax. Ich weiß, ich hätte Lisbeth gar nicht hierher bringen sollen. Ah, Lisbeth heißt sie. Ja, das auch noch. Ich muss Lee zu ihr sagen und sie nennt mich He. Naja. Ja, wo ist das Problem? Das Problem? Die will mich mit nach Hongkong schleppen. Ja, nach Hongkong? Ja, manchmal glaube ich, das ist alles Kokolores, diese ganze Getue mit dem Meridian und Ying und Yang und allem. Ach du, da gibt's jahrtausendlange Erfahrung. Und wer das richtig beherrscht? Ja, mit meinen Kräutern habe ich auch schon so manchen geholfen, ne? Ja, ja, das streitet auch niemand ab. Ja, aber sie tritt all das in Dreck. Sag mal, Hinaxen, noch eine Frage. Liebst du deine Lee? Lisbeth. Einerseits, ja, liebe ich sie und andererseits, also, liebe ich sie nicht, wenn sie so chinesisch macht und so. Naja, kann man schwer was zu sagen, nicht wahr? Also ich würde denken, abwarten, Ruhe bewahren, abwarten und Tee trinken. Aber nur Kräutertee, keinen chinesischen. Und nach Hongkong kriegt die mich nicht. Alles klar, Hinak. Habe ich dir wehgetan? Ich wollte dir nicht wehtun. Ist doch nur beim ersten Mal. Aber du musst mir was versprechen. Alles. Dass du nie eine andere hast. Du aber auch nicht. Ich meine, du darfst auch nie einen anderen haben. Jutta, entschuldige, es hat bei Hinaxen ein bisschen länger gedauert. Tja, wart mut. Und jetzt sag mir endlich das, was du mir sagen wolltest. Ich weiß sowieso, was es ist. Na ja, was? Also ich gebe zu, zwei Praxen auf die Dauer, das ist zu viel. Und wenn Kaspersky nicht wiederkommt, dann ich suche einen neuen Arzt, ich verspreche es dir. Willi. Und dann wollte ich dir noch was sagen. Ich gebe zu, wir haben ein bisschen wenig Zeit für uns. Wir müssen auch mal wieder Urlaub machen, oder? Ja. Jutta. Du hast mich doch lieb, ne? Ja. Ich liebe dich auch. Ich meine, bei so viel Liebe wollen wir nicht ein Kind kriegen? Ja, das kriegen wir. Bitte? Ich bin schwanger. Ich sag möchte das, noch mal. Das doch schon die ganze Zeit sagen. Wir kriegen ein Baby. Ich muss dir was sagen. Was Gutes oder was Schlechtes? Sag schon. Meine Eltern verreisen nächste Woche. Dann kannst du zu mir kommen, ja? Kai. Und du bist dir ganz sicher? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Hast du gedacht, ich freue mich nicht darüber? Kai! Hey, mach keinen Mist, komm. Sag mal, ist der verrückt? Kai, komm da runter, bitte! Kai! Komm da runter! Kai, komm da runter! Bitte! Kai! Ah. Kai! Wie geht's Ihnen? Aber er lebt doch, oder? Ja, er lebt. Kann ich zu ihm? Im Moment nicht, ja.
Er liegt auf der Intensivstation. Ja. Beeil dich, bei Hinachsen. Hinachsen, was los? Ach, nur Zoff. Erst hat von Hülsen Hanusch samt Köder aus der Kneipe geschmissen und dann hat Eckhorn von Hülsen beleidigt. Mensch, ich meine, was bei dir zu Hause los ist. Wieso, was ist bei mir los? Nur steig ein. Ja. Vielleicht kann ich ja noch mal den Puls nehmen. Die fassen meinen Mann nicht mehr an. Er war die ganze Zeit bewusstlos. Aber davon kann doch gar nicht die Rede sein. Das ist ein ganz normaler Schwächeanfall. Also, wenn normal. Sie mich fallen, nennen Sie das. Wenn Sie mir jetzt wissen, was ist hier passiert? Wenn Sie den Raum mal verlassen würden, bitte, ja? Raus. Herr Fletsch? Sind's genau auf dem Punkt KG4, auch Yuan Yuan genannt. Sagen Sie, sind Sie nun bewusstlos oder nicht? Geht schon wieder. Verstehe. Vielleicht hast du ja diesmal den Tee zu stark gemacht, ne? Ach was, er hat sich bloß erschrocken, ist ja auch kein Wunder. Ach, Herr Fletsch, was ich noch sagen wollte, wir müssten unbedingt ein EKG von Ihnen machen. Das ist natürlich nicht nötig, Herr Aber Doktor. Bitte, Herr Fletsch, das müssen Sie schon mir überlassen. Steigen Sie schon mal ein. Ach, Frau Körner, eins noch. Bei hochnervösen, hypersensiblen Leuten wie dem armen Herrn Fletsch ist eine Akupressur nicht ganz ungefährlich. Ja, das ist mir durchaus bekannt. Danke. Moin. Moin. Das ist eine pure Futterneid. Ach, da kennst du den Doktor nicht, der nie. Trotzdem, Hinek, das ist nicht einfach, hier die fernöstliche Heilkunde aufs flache Land zu bringen. Ich möchte schon lieber wieder gern nach Hongkong. Mal ehrlich, mit dir zusammen. Wir könnten unsere Kenntnisse vertiefen. Würdest du mitkommen? Nach Hongkong? Was soll ich in Hongkong? Das EKG scheint in Ordnung zu sein. Habe ich doch gleich gesagt. Ich kann nichts Gravierendes entdecken. Aber mit der Akupressur, da würde ich erst mal aussitzen. Meine Migräne? Da habe ich einen viel besseren Vorschlag. Diese Tabletten hier nehmen Sie morgens, mittags und abends. Und sollten Sie einen Migräneanfall haben, gleich in der Anfangsphase. Es geht schon, danke. Ja, wir sehen uns dann morgen zur Magenspiegelung und das Ganze bitte nüchtern. Danke, Doktor. Das war's. Was für Tabletten haben Sie ihm denn gegeben? Placebos. Placebos sind doch keine richtigen Tabletten. Wie sollen die denn helfen gegen Migräne? Er hat ja auch keine richtige Migräne, also kriegt auch keine richtigen Tabletten. Das ist doch wunderbar, ganz wunderbar. Oh, ich freue mich so für euch. Aber bitte, ich möchte die Patentante werden, das musst du mir versprechen. Jetzt wart's doch erst mal ab. Ja, freust du dich denn nicht? Ja, klar freue ich mich. Meine Freundin Jutta kriegt ein Baby. Ist doch endlich mal eine schöne Nachricht. Ja, sag mal. Staunst du was? Wo hast du den Schlitten her? Probefahrt. Hm, richtig in Schale geworfen hast du dich auch. Ich glaube, so schick habe ich dich noch nie gesehen. Was hast du vor? Na, wollen Sie auch zur Versteigerung, Fräulein Ramona? Ja. Sie etwa auch? Das können Sie aber annehmen, junger Mann. Ist ja auch die Sensation. Toll. Das rechne ich dir hoch an, Marc, dass du mich begleitest auf diesem schweren Gang. Jetzt sieht auch von selbst. Und immer mitbieten, nicht? Immer mitbieten. Das ist diese Hyäne von der Schleswig-Holsteinischen. Hören Sie. Wo ist denn hier der Saal 11, Versteigerung Hotel Hanusch? Hunde sind im Gericht nicht gestattet. Ich bin der Besitzer. Des Hundes.
Auch von dem Hotel? Du warst der Besitzer, genauso wie ich. Tag, Bruno. Tag, Barbara. Tja, nun ist es ja wohl soweit. Nun ist es wohl soweit. Aber du hast ja jetzt einen Hund. Wie heißt er denn? Tja, das ist Perdido. Hallo, Perdido. Sag mal guten Tag. Das Frauchen. Das Frauchen nun nicht gerade. Bitte veranlassen Sie, dass der Hund unverzüglich das Gerichtsgebäude verlässt. Sie sehen doch, dass er vollkommen friedlich ist. Hunde sind im Gericht nicht zugelassen. Moin. 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 Na, nun sind wir ja komplett. Ach, Kinder, euch schickt der Himmel. Ramona, bist du wohl mal so lieb und hast einen Moment auf Perdido auf? Weißt du, er darf hier nicht rein und ich kann im Moment nicht raus. Ich mach das schon, Herr Hanusch. Ach, das lieb von dir. So. Dann kannst du ja nicht mitkommen. Ich hab mich sowieso nicht reingetraut. Der Hund von Herrn Hanusch? Ja. Dachte es mir doch. Hey. Darf ich dir Herrn Baldorf vorstellen? Herr Baldorf? Guten Tag. Guten Tag. Wir sind uns schon mal begegnet. Nicht, dass ich wüsste. Ich habe einige Male in Ihrem Hotel genächtigt. Ein sehr, sehr schönes Objekt. Nun, da es jetzt zum Verkauf steht. Zur Versteigerung. Moin. Entschuldigung. Der hat mir gerade noch gefehlt. Hast du was gesagt? Bitte die Herrschaften Platz zu nehmen. Das letzte Angebot steht bei 2.300.000. Wer bietet mehr als Herr Baldorf? Wer bietet mehr als 2.300.000? 2.300.000 zum Ersten? Mark, geht drüber. 2.300.000 zum Zweiten? Und 2.300.000... Ich biete mehr. 2.400.000. Wer bietet mehr?